Herzlich willkommen zu Klavier. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Lektion. Hören wir uns zuerst das Lied an, das wir heute lernen. Beginnen wir mit der rechten Hand. Wir legen die rechte Hand wieder in unsere C1-Lage, wie bisher immer. Den Daumen auf das C1, zweiten Finger auf das D1, dritten Finger auf das E1, vierten Finger auf das F1, fünften Finger auf das G1. Spielen hier in der rechten Hand immer Viertelnoten, das heißt einen Schlag aushalten. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich sag's nochmal in Noten. I, D, I, D, I, D, I, D. Hören wir uns mal diese beiden Takte an. Dann geht es hier weiter mit dem vierten Finger, mit diesem Finger hier, auf das F1 und wir spielen F, E, F, E, F, E, F, G. Hier aufpassen, fünfter Finger. Dieser Finger G spielen. Hören wir uns diese beiden Takte an. Dann geht es hier wieder weiter. Haben wir wieder F, E, F, E, F, E, F, G. Wie ihr seht, sind diese beiden Takte identisch mit diesen beiden. Können wir uns gleich anhören. Dann haben wir diese beiden Takten, also E, D, E, D, E, F. Hier wieder vorsichtig. Hier als, das ist eine halbe Note, wird zwei Schläge ausgehalten. Also 1, 2, 3, 4. Wichtig ist hier aushalten, jeweils jede Note zwei Schläge. Hören wir uns gleich die nächsten beiden Takte an. So, jetzt geht es weiter, komplett das gleiche bis hierhin. Ist wie ich gerade das gleiche, was ich gerade erklärt habe, können wir somit gleich bis hierhin anhören. Und hier im letzten Takt haben wir nochmal eine kleine Änderung. Hier spielen wir eine ganze Note, also das heißt vier Schläge aushalten. Wir spielen das C, vier Schläge aushalten. Hören wir uns das an. 1, 2, 3, 4. Kommen wir nun zur linken Hand. Wir legen die linke Hand in die kleine C-Lage, sprich dem fünften Finger auf das kleine C, das ist das hier übrigens, dem vierten Finger auf das kleine D, das wird das hier, den dritten Finger auf das kleine E, den zweiten Finger auf das kleine F und den ersten Finger, also den Daumen, auf das kleine G. Wir spielen hier in der linken Hand immer Viertelnoten, das heißt C, 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 C mit dem fünften Finger, hier wieder C, 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 C. Hier spielen wir das D. D, 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 also mit dem vierten Finger halten immer jeweils diese Töne einen Schlag aus. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Hören wir uns gleich mal die ersten vier Takte an. Da die linke Hand sehr einfach gehalten ist, können wir hier immer mehr Takte zusammenfassen.
Genau, dann geht es hier weiter. Mit dem zweiten Finger spielen wir hier das kleine F, also F, 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 F. Hören wir uns gleich diese beiden Takte an. Dann hier spielen wir das kleine C. C, 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 also wie am Anfang und dann C, C, wieder fünfter Finger, D, D, hier haben wir eine kurze Änderung, also wir spielen ja nicht mal viermal den gleichen Ton durch, sondern C, C, dann mit dem vierten Finger, mit diesem hier, D, D, hören wir uns diese beiden Takte an. Dann kommt wieder komplett das gleiche bis hierhin, wie ich vorher schon erklärt habe. Das können wir uns gleich in einem Stück anhören. So, und hier spielen wir, also laut den Noten steht hier eine ganze Note mit vier Schlägen. Hier habe ich allerdings auch wieder viermal dieses C gespielt. Wie ihr das am Schluss macht, ist egal. Ihr könnt genauso gut viermal dieses C spielen oder einfach diesen Ton vier aushalten, also klingen lassen. Also 1, 2, 3, 4 oder so spielen. 1, 2, 3, 4. Ich habe jetzt... Sie habe ich gerade bemerkt, hier bei der Aufnahme viermal dieses C nochmal gespielt. Man kann aber, wie gesagt, hier diese Note einfach auch klingen lassen. Hören wir uns das nochmal an, hat kurz gestockt. 2, 3, 4. Nun beide Hände gemeinsam. In der rechten Hand spielen wir hier das E, das D, das E, das D. In der linken Hand spielen wir immer mit dem fünften Finger dieses C durch. Immer alle Töne gleichzeitig spielen. Hören wir uns gleich mal die ersten Takte an, dann wird das klar. Hier 4, 4, vierten Finger das D spielen, das kleine D, hier das kleine F spielen. F, E, F, E, hier D, 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 hier das D durchspielen, hier mit dem fünften Finger das kleine, das G einspielen, hier das kleine D, also die linke Hand spielt immer konstant durch. Alle Noten sind immer, immer gleichzeitig anschlagen. Hier spielen wir wieder das F, also das sind wieder die beiden gleichen Takte wie hier, also F, hier F1, mit dem zweiten Finger im Bassschlüssel das kleine F, wieder konstant durchspielen, hier wieder das G spielen mit dem fünften Finger, G1, hören wir uns gleich die nächsten Takte an. Und hier spielen wir wieder das kleine C, oben wieder. E, D, E, D, unten C, 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 C. Hier ist es anders, hier spielen wir oben halbe Noten. Hier das E und hier das F und unten spielen wir C, C, D, D. Also das heißt, wir lassen die so lang klingen, bis ich unten die beiden Cs gespielt habe. Hier lasse ich so lang klingen, bis ich unten die beiden Ds gespielt habe, also die kleinen Ds. Hören wir uns diese beiden Takte an, dann wird es klar. Jetzt geht es weiter, das ist bis hierhin wieder komplett das Gleiche. Das können wir uns gleich in einem Stück anhören, das muss ich nicht nochmal erklären. Musik.
hier am Schluss vier Schläge aushalten. Der linken Hand entweder vier Schläge aushalten oder wie ich vorher erklärt habe, ich habe hier viermal dieses kleine C durchgespielt. Das bleibt euch überlassen, wie es euch besser gefällt. Hören wir uns nochmal ein bisschen gescheit an. Moment. So, jetzt. 1, 2, 3, 4. Hören wir uns nochmal das ganze Lied mit beiden Händen an. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, auch wenn du mich abonnierst. Ich wünsche dir noch viel Spaß und ein gutes Gelingen beim Klavierspielen. Ciao, euer Markus.